Im aktuellen Smokers TV Talk sind wir heute mit Michael Apitz in Lauenburg verbunden. Lauenburg ist natürlich für alle, die was mit Pfeifen und Tabak zu tun haben, bekannt für die Firma Dunpipe. Und da begrüße ich eben Michael Apitz. Michael Apitz, erstmal hallo, grüß Gott nach Lauenburg. Hallo, schönen guten Tag, Herr Will, und vielen Dank für die Einladung. Ich habe mal nachgeguckt, Lauenburg ist ja, das heißt ja Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein. Das ist die südlichste Stadt von Schleswig-Holstein, liegt 40 Kilometer südöstlich von Hamburg entfernt. Und jetzt möchte ich Sie bitten, dass Sie uns auf Plattdeutsch Lauenburg mal vorstellen. Auf Plattdeutsch Lauenburg. Lauenburg. Das würde ich so nicht sagen. Also ich verstehe es besser, als dass ich sprechen kann. Aber Lauenburg ist der Hintergrund. Und jetzt kommen wir mal zu dem, was wir auch vorab gesprochen haben, worüber wir sprechen wollen. Vor 50 Jahren hat Dr. Heiko Behrens den Grundstart für ein außergewöhnliches Unternehmen mit einer außergewöhnlichen Unternehmensgeschichte in der deutschen Tabakwelt gelegt. Im Jahre 1972, das war das Jahr der Olympischen Spiele in München, aber auch das Jahr des Dr. Heiko Behrens. Ein begeisterter Pfeifenraucher und Pädagoge, der seiner Dunpipe das Unternehmen damals installierte. Was war denn damals der ausgewiesene Unternehmenszweck von Dunpipe? Und jetzt sind Sie dran. Also wir haben darüber natürlich in den Jahren mal gesprochen und er hat im Grunde genommen selbst sich über sich selber gewundert, weil es eigentlich damals, er war begeisterter Raucher, ja, aber es gab ja die Branche nicht. Ja, es gab Tabak, es gab hier auch da und da auch Pfeifen, aber die Branche gab es nicht. Und dann hat er in seinem Haus in Hamwade, das ist ein kleiner Ort zwischen Lauenburg und Geestacht, da hat er so den ersten kleinen Verkauf gestartet. Und von da ist er dann nach Geestacht gegangen, das ist etwa 20 Kilometer hier von Lauenburg entfernt, hat dann das erste Ladengeschäft aufgemacht und war quasi immer am Morgen in der Schule und nachmittags in seinem Laden. Und dann hat er mit einem Freund zusammen irgendwann gesagt, wir müssen mal nach Dänemark. Und dann sind die nach Dänemark gefahren und haben so heute sind das Koryphäen, Emil Konovic, Former, Lars Christensen, Paul Hansen besucht. Die haben teilweise im Auto geschlafen und haben dann dort die ersten Deals abgemacht. Und er hat dann auch in Geestacht quasi den ersten Katalog gemacht. Das waren so, er hatte ja die Möglichkeit zu kopieren in der Schule. Und dann hat er da den ersten Katalog zusammengestellt, wo bereits Former in jungen Jahren mit Konterfei drin waren, die ersten Torben Danz-Pfeifen von Jörn Micke, auch eine Legende, gefertigt von Torben Hettler. Und so ging das Ganze dann los. Und tatsächlich auch 1974 schon die ersten Eigenmarken von Walter Wede. Das ist ja auch eine legendäre Firma, die Firma Kohlhase dann übernommen hat, ne? Aber das Ganze hat sich einfach, ja, ich will nicht sagen aus dem Nichts, aber von einer verrückten Idee entwickelt zu einem, ja, großen, stabilen Unternehmen. Ja, so war das 72. Springen wir mal 1976. Da war das Unternehmen ja schon richtig gewachsen. Ja. Also da stand Umzug an, größere Räumlichkeiten wurden notwendig. Es hieß also ab nach Bergedorf. Dann wurde auch im Jahre 1978 aus der Dunpipe die Danske Pipe. Genau. Und das Erscheinungsbild des Unternehmens wurde auch ein bisschen modernisiert, ein bisschen neu aufgestellt. Was war der Grund dafür? Sie waren ja erfolgreich. Ja, der Grund war, dass es einfach, wir hatten ja eine ganz starke Nähe zu Dänemark im Sortiment. Und in Dänemark gab es auch das legendäre Unternehmen Pibedan. Und da gaben sich ja die dänischen Pfeifenmacher wie Former, Konovic und Co. Die Klinke in die Hand. Und das Problem war einfach diese Nähe des Namens. Ja. Pibedan, Dunpipe. So, und deswegen hat man gesagt, wir nennen uns ab jetzt Danske Pibe, was ja einen schweren Fehler beinhaltet, was aber kaum einem aufgefallen ist, weil es müsste eigentlich Piber heißen. Das ist grammatikalisch verkehrt. Aber das ist dieser Charme
den wir eigentlich immer schon als Firma hatten. Das hat man dann so gelassen, obwohl der Hinweis relativ schnell kam. Aber wir haben gesagt, wir bleiben bei Danske Piebe und wir haben immer noch Kunden älteren Baujahrs, die Danske Piebe sagen. Finde ich schön. Also habe ich ja schon mal den Namen falsch ausgesprochen. Ja, bei Pipe. Natürlich Danske Piepe. Die Piepe ist ja wirklich ein Begriff, den man von Dänemark dann rübergenommen hat. Und richtig. So hat das natürlich alles auch wunderschön zusammengepasst. Ne? Richtig, ja. Genau. Ja, jetzt machen wir so einen kleinen Sprung. 78, dann kommen die 80er Jahre. Ich glaube, das war so die innovativste Zeit bei Danske Piepe. Und was alles dann so passierte. Das wissen Sie besser als ich. Ja, also wichtig zu erwähnen ist, so ein Unternehmen wächst ja und da gibt es viele glückliche Momente, je nachdem, ob Sie links oder rechts abbiegen. Und ein ganz entscheidender Punkt, sonst wären wir als Firma so nie gewachsen, war der Firmeneintritt 1978 von Holger Frickert. Der kam 1978 und hat im Grunde genommen das Erscheinungsbild des Kataloges, das Design an sich genommen, hat da nebenbei eigentlich auch, wenn man das so nennen will, seine Karriere als Pfeifenmacher geopfert, ist vielleicht das falsche Wort. Ich halte Holger Frickert im technischen Bereich für einen der absolut besten, die es je gegeben hat. Das heißt, wenn der alleine in seiner Werkstatt Pfeifen gemacht hätte, da würden wir heute im gleichen Atemzug von ihm sprechen wie von Former. Da bin ich mir ganz sicher. Und der hat dann eben dafür gesorgt, dass die Gestaltung des Kataloges so war. Dann wurde die Branche größer. Ja? Anfang der 80er, sage ich immer, kam die Vanille in den Tabak. Das ist natürlich eine Sache, die mir sehr entgegenkommt, weil das genau meine Geschmacksrichtung ist. Das war zuerst sehr suspekt, solche Sachen, weil unser Heiko Behrens immer sagte, sowas gehört nicht in Tabak. Aber nachdem er gemerkt hat, dass man damit Geld verdienen kann, hat er das dann doch akzeptiert. Und dann fingen wir auch an in den 80er Jahren mit den ersten Pfeifenshows. Das heißt also, wir haben einen Pfeifenmacher eingeladen und die Resonanz so die ersten Jahre war gut, aber das hat sich dann richtig eingebürgert, dass die Kunden sich schon darauf gefreut haben, solche Shows zu machen. Und da haben wir dann halt verschiedene, viele Dänen haben wir gehabt, aber auch Italiener. Und dadurch stieg auch der Bekanntheitsgrad immer weiter. So, das waren die 80er Jahre, richtig erfolgreich, vieles aufgebaut, sich breiter aufgestellt, der Katalog hat sich weiterentwickelt. Und dann kam 2001 und das war das große Feuer. Ja, also 2001, ich werde das nie vergessen, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einen Filmriss über einige Wochen, weil mich das so dermaßen mitgenommen hat, wie uns alle. Es ging mir überhaupt nicht um meinen Arbeitsplatz. Ich war einfach so todtraurig. Das war ja ein zweites Zuhause, was im Grunde genommen in Schutt und Asche lag. Und wir davor standen am Brandtag und 120 Feuerwehrleute da rumwuselten. Dann kamen wir noch, die Kirche war nebenan, die hatten heißen Tee gemacht. Und es war so erdrückend. Aber auch da muss man wieder sagen, Heiko Behrens, Holger Frickert und der damalige Prokurist Willi Nielsen, die sind vorangegangen. Die haben uns mitgezogen. Und in dieser Zeit, da gab es keine Arbeitszeit. Da kamen, die hatten mir einen Raum gegeben und Möglichkeiten und sagen, bau hier einen Laden hin, wie du meinst. Die Firmen haben uns unterstützt, unsere Lieferanten. Wir haben Valuta bekommen. Wir waren ausreichend versichert, was ja auch wichtig ist. Und konnten dann so den Neustart machen. Ich hatte aber wirklich immer noch, auch Monate danach, Probleme darüber zu sprechen. Weil es kocht natürlich immer wieder hoch. Und dass wir das geschafft haben, es ist ein Zeichen, dass der Mensch mehr leisten kann, als er sich eigentlich zutraut. Und was immer und ewig als auch Geschichte bleibt, das muss man sich mal vorstellen. Es war in der Nacht am 19. November 2001, um etwa 23.30 Uhr, war der Brandbeginn, hat die Ermittlung ergeben. Und um 0 Uhr, eine halbe Stunde später, ging in Dänemark die Post ab, weil da wurde nämlich Paul Winslow 50. Da hat er eine Riesenparty gemacht
gefeiert. Und da kann man mal sehen, wie zeitgleich in einer kleinen Branche himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt zusammenliegt. Das ist also, dadurch vergesse ich natürlich nie seinen Geburtstag. Ne? Ja, wie heißt es so schön? Jede Krise, jedes Problem bringt auch wieder neue Chancen. Absolut. Man muss die halt ergreifen. Nicht alle Menschen und alle Unternehmer sind dann auch auf der Stelle bereit, was Neues einzugehen, neue Schritte einzuleiten. Und natürlich brauchst du dann auch das richtige Team, was dann mitzieht. Genau. Also da gehört natürlich dann wirklich eine stabile Mannschaft dazu. Ja, das hat uns auch zusammengeschweißt. Ne? Ja. Aber das schafft man als Unternehmer ja nur dann, wenn man vorher zu den Menschen auch freundlich ist und mit denen gut umgegangen ist. Und ich gehe davon aus, dass Heiko das immer geschafft hat, sein Team richtig schön zusammenzuhalten. Also, Schutt und Asche weg, der Neustart dann in Lauenburg. Jetzt hieß es auf einmal auch Einzelhandel, Großhandel, Kataloganbieter, Produzent, und zwar im wachsenden Bereich, von Eigenmarken. Das kam ja alles so nach und nach. Eigenmarken, auch heute noch bei euch ein richtig tolles Thema. Und da würde ich sagen, spannend bis heute die Geschichte bei euch, ne? Ja, also absolut. Unser Heiko hatte, ich glaube 1989, dieses alte Fabrikgebäude gekauft, und zwar vor der Wende. Und das war natürlich insofern günstig, weil er es für ein Appel und ein Ei bekommen hat. Während man nach der Wende, er hätte es für viel, viel Geld an große Unternehmen verkaufen können, wie zum Beispiel Kühne, die einen Standort suchten, um in den Osten zu kommen. Er hat aber gesagt, nein, ich will eine Tabakfabrik eröffnen. Und alle haben auch gesagt, das ist doch der Wahnsinn, wieso eine Tabakfabrik? Und da ich von Anfang an dabei war, habe ich natürlich auch die Probleme mitbekommen. Das war nicht so einfach. Das ist nicht einfach so, dass man also anfängt zu produzieren und kriegt das ganz wunderbar hin. Da muss man auch ehrlich sagen, dass wir einen pensionierten Polen, der jahrelang in Dänemark im Tabak gearbeitet hat, zur Unterstützung hatten und der das Ganze mit angeschoben hat. Ja, und dann ging das los. Und für mich ist es sozusagen ein Paradies. Das heißt also, ich kann mich voll austoben. Man kann das Standardsortiment der Industrie, hohes Wort, ja, für Stenville, Larsen und Co., Planter, beobachten und kann dann selber kreativ werden und Mischungen schaffen, die es so noch nicht gibt. Und da muss man auch wieder sagen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Unser Heiko hat immer gesagt, das Geld spielt keine Rolle. Wenn wir beim Einkauf von Tabak und von Aromen aufs Geld gucken, dann heben wir uns nicht ab. Dann machen wir ein Massenprodukt. Wir wollen Spezialitäten machen. Und genau das ist uns gelungen. Und das hat ja auch dazu geführt, dass die Dan Tobacco erheblich gewachsen ist, weil sie ja mittlerweile weltweit Händler beliefert mit Tabak. Und so war es ein Profitieren für beide Seiten. Der Einzelhandel, das Geschäft hat zugenommen, der Besuch hat zugenommen. Wir sind regelrecht eine Pilgerstätte geworden mit einem Einzugsgebiet von etwa 500 Kilometern, was sich natürlich jetzt in der Corona-Zeit alles erledigt hat. Das ist klar, dass wenn man das Einkaufserlebnis nicht bieten kann durch Corona-Maßnahmen, dann macht es auch keinen Sinn, so weit zu fahren. Und die Ausweitung des Kataloges war auch immer ein Thema. Es gab viele Firmen, die unbedingt rein wollten und wir mussten absagen, weil wir nicht genug Platz hatten. Das hat sich dann natürlich in den 2000ern irgendwann geändert, weil da fing die Branche an, kleiner zu werden. Aufgefangen hat das die Zigarre. Der Zigarrenboom setzte Mitte der 90er ein. Da haben wir dann auch den ersten separaten Katalog gemacht, 1996. Und dementsprechend hat zum heutigen Zeitpunkt, muss man ja ganz klar sagen, die Zigarre, die Pfeife abgehängt. Ne? Ja, die Katalogversander sind ja eigentlich grundsätzlich so vom Markt verschwunden, von Neckermann bis Otto. Also das heißt so in dem ganz großen Bereich. Aber Sie haben auch in Lauenburg rechtzeitig den Weg geschafft rüber ins Online-Marketing, Social Media, eine Website richtig auf den Markt zu bringen.
Aber das war schon ein wichtiger Punkt, dass man irgendwann erkannt hat, da, den Weg brauchen wir auch. Richtig, also wichtig war es schon, aber es gehört auch zur Wahrheit meiner Meinung nach. Nun bin ich, wie gesagt, nicht so zu Hause. Ich bin Nutzer dieser Medien, aber wir waren doch ein bisschen spät. Wir waren nicht zu spät, aber der Zug fuhr schon. Und man hätte etwas früher anfangen können, aber da muss man dann auch nicht hinterher trauern, sondern in dem Moment, wo es losgeht, haben wir es geschafft. Und wir haben uns ja nun auch von dem Katalog verabschiedet. Und da möchte ich noch mal etwas zu sagen, weil mir das wichtig ist. Viele denken immer, ja, und nun macht ihr auch nur noch online und euer Katalog war so toll. Und wir wissen schon, dass wir mit dem Katalog ein richtiges Fund aus der Hand gegeben haben. Der war nämlich einzigartig. Sowas gibt es weltweit nicht. Aber was zur Wahrheit dazugehört ist, dass Holger Frickert diesen Katalog von April bis September in einer Minimum 80-Stunden-Woche geschaffen hat. Da geht es nicht nur darum, bei 300 Seiten zwei Kataloge die Fotos zu machen, sondern es geht darum, betexten Sie mal das alles. Das ist ein Wahnsinn. Und 2019 war er 70 Jahre alt und hat einfach gesagt, ich kann das nicht mehr leisten. Ich schaffe es körperlich nicht mehr. Und das zu ersetzen, war gar nicht möglich, weil das Personal ist ja gar nicht da. Sie können ja nicht einfach ein, zwei Leute, die wollen da ein Heidengeld für haben, einstellen, die das machen und die aber gar nicht das Fachwissen haben. Und ich möchte unseren Katalog auch nicht extern drucken von einer Firma, die morgen Kühlschränke fotografiert. Ja, wir haben ja auch einen Anspruch gehabt. Und deswegen haben wir gesagt, wir werden den Katalog aufgeben und konzentrieren uns jetzt komplett auf das Online-Geschäft. Man muss ja auch nicht immer der Erste sein. Die Fehler können ja die Ersten auch machen. Ja. Wir hatten es ja mit Smokers News, waren wir damals ein Newcomer. Newsletter, Tabakwarenbranche, kannte keiner, wollte keiner. Also ich kenne die Wehen eines neuen Produktes, in einen neuen Markt zu kommen. So, klammern wir mal in diesem Gespräch die allgemeine Problematik der vergangenen Jahre, der beiden vergangenen Jahre und aktuelle diverse Unsicherheiten aus. Wo liegt denn aktuell der Dunn-Park-Schwerpunkt im Jubiläumsjahr? Und wie planen und denken Sie für die Zukunft? Also wichtig ist es immer, ich meine, was hat uns jahrelang ausgezeichnet? Das sind Spezialitäten. Das sind innovative Dinge, das sind erstmal Pfeifensegment, das sind spezielle Pfeifenserien, spezielle Hersteller, eigene Modelle. Das Gleiche gilt natürlich auch für den Tabak. Das heißt, immer versuchen, ja, anders zu sein, spezieller zu sein, innovativer zu sein. Das wird natürlich viel, viel schwerer jetzt, weil der Markt der Pfeife kleiner geworden ist. Und bei der Zigarre hat sich ja auch etwas komplett geändert. Wir haben ja früher waren wir ja angewiesen, dass wenn man eine Zigarrenlinie hat, dass die ein Jahr verfügbar ist. Genauso war es nicht möglich, Spezialitäten zu nehmen, weil die sind dann im November ausverkauft und der Katalog läuft noch bis September. Und da haben wir ja nun auch uns seit 2 Jahren, da haben wir ein Team, das sind 2 meiner Kollegen, wesentlich breiter aufgestellt, um Limitadas, Spezialitäten und diese Dinge anzubieten und verkaufen die natürlich auch sehr gut. Und das sind die Möglichkeiten, die man eben online hat. Man kann viel schneller reagieren. Man kann sein Sortiment schneller umstellen und ist nicht mehr so gebunden an diesen Katalog. Und insofern bin ich da optimistisch, auch aus einem einfachen Grund, weil ich immer finde, dass Klagen hilft nicht. Ich habe über den Kontakt Dunn Tobacco auch Händler kennengelernt, die in ihrem eigenen Elend im Taschentuch versanken, so nach dem Motto, früher war alles besser. Ja, wenn ich so hinter meinem Tresen stehe im Laden, dann muss ich mich nicht wundern, wenn irgendwann keiner mehr kommt. Das heißt also, Situation annehmen und immer positiv das Beste draus machen. Und ich hoffe mal, das wird uns gelingen. Gute Einstellung. Da wollte ich noch mal fragen, jetzt Jubiläumsjahr. Ich habe es auch schon gesehen bei euch auf der Website. Wir haben auch über ein Produkt bereits geschrieben. Es gibt exquisite, wunderbare Ergänzungen im Bereich der Eigenmarken. 1, 2, 3. Können Sie uns was verraten?
Ja, es ist also so, wir haben als erstes Segment Zigarre. Wir haben natürlich 50 Jahre muss eine Jubiläumszigarre sein. Und auch da haben wir drüber diskutiert, gehen wir den Mainstream-Weg, der sicherlich mehr Umsatz generiert, oder aber werden wir der Sache über eine wirkliche, über ein Highlight gerecht. Und deswegen haben wir uns für eine dominikanische Zigarre entschieden, dominikanische Einlage. Dann haben wir indonesisches Umblatt und Ecuador Deckblatt, etwas voller. Und in dem Moment, wo es kräftiger wird, grenzen Sie ja schon ein Großteil der Leichtraucher, sagen wir es mal so, aus. Aber Sie haben eben etwas Besonderes und wird hervorragend angenommen, trotz des Preises von 9,50 Euro. Das ist ja nun, ja, ich will nicht sagen oberes Niveau, aber es ist schon ein bisschen mehr. Aber entscheidend sind dann, der Raucher probiert sie, kauft er sie nach. Weil einmal verkaufe ich alles, aber verkaufe ich es wieder. Und da sind wir zufrieden. Und das Gleiche gilt für den Tabak. Da habe ich mit unserer Frau Mund eine Mischung entwickelt, die muss eigenständig sein. Die muss so sein, dass der Raucher sagt, sowas kenne ich nicht. Das ist ja eine Kombination aus Karamell- und Röstaromen. Das heißt also sowohl in gewisser Weise cremig-lieblich als auch würzig. Und auch da ich bin immer voller Demut begeistert, wie dort der Nachkauf ist. Und entsprechend gehört ja eine Pfeife dazu. Und klar, es muss ein typisch dänisches Shape sein. Und wenn man Holmer Knudsen hier im Hause hat, dann muss man das natürlich nutzen. Und da ist jede Pfeife handgefertigt. Das sind keine kopiegefrästen Köpfe, die er nur noch fertig schleift, sondern die wird komplett von Hand fertig gemacht. Das ist übrigens etwas, wo Pfeifenmacher oft keine Lust zu haben. Warum nicht? Wenn Sie die Form frei gestalten können, können Sie machen, was Sie wollen. Wenn Sie aber gebunden sind, dann müssen Sie bei jeder Pfeife 100% geben, um die Form zu halten. Und das macht er mittlerweile hervorragend. Und insofern ist dieses kleine, feine Angebot unserer Jubiläumsartikel ein voller Erfolg. Also das ist richtig schön rübergekommen. Also richtig ambitioniert von Ihnen. Und für mich als Verbraucher würde ich einfach sagen, also wenn ich jetzt nicht Redakteur bin, für mich als Verbraucher würde ich sagen, da sind wirklich tolle Produkte dabei, auf die ich mich auch freuen würde. Ich finde es immer schön, wenn jemand seine Produkte so präsentieren kann, dass man jetzt einfach zugreifen möchte. Und das haben Sie richtig toll gemacht, Michael. Ja, vielen Dank. Zum Abschluss, was wünschen Sie und Ihre Kollegen und die Mitarbeiter sich im Mai 2022 für Ihr Unternehmen und natürlich auch persönlich für Sie? Man hat ja immer ein paar Wünsche, man hat ein paar Vorstellungen, wie das Unternehmen weiterlaufen soll, was man zusammen tun kann, welche Schritte geplant sind. Würde uns auch noch interessieren, denn die Geschichte bis dahin ist ja überwältigend. Da ist ja Wellen. Das ist eine Achterbahn gewesen. Richtig. Und ich persönlich sage, eine Achterbahn ist schön. Man muss nur Acht geben, dass man möglichst oft weit oben ist. Ja. Und das haben Sie unterm Strich ja doch gut geschafft. Ja. Jetzt sind Sie dran. Ja, also es ist so, im Grunde genommen ist das recht simpel. Der Wunsch ist einfach nur, dass wir mit unseren Lieferanten und Produzenten und unseren treuen Kunden einfach nur weiter das machen dürfen, was wir ja über Jahrzehnte schon machen. Und warum formuliere ich das so? Weil ich es einfach deprimierend finde, wie Gesetzgebung und Politik in viele Bereiche eingreift. Und auch das ist etwas, da nützt das nichts, den Kopf in den Sand zu stecken. Da muss man weitermachen. Aber ich finde es einfach unverschämt, was es teilweise für Vorgaben gibt, die hanebüchene Begründungen haben und die uns aber das Leben immer schwerer machen. Sei es in der Produktion von Tabak, sei es dazu, dass es dazu führt, dass Unternehmen, und Sie wissen das, die Branche besteht zu 90% aus Familienunternehmen, Produzenten, dass die aufgeben. Und da wünschen wir uns einfach, dass es so weitergeht, weil der Kunde möchte mit seinem Händler nur in Frieden seinen Genuss frönen, sich beraten lassen. Und so sollte es einfach weitergehen.
Und ich persönlich habe auch einen Wunsch, da lasse ich mir aber auch eine kritische Anmerkung nicht nehmen. Ich bin ja nun, wie man vielleicht auch gemerkt hat, ich bin nun mal der Pfeifenmensch. Ich würde mir wünschen, dass die Pfeife, die ja schon erheblich geblutet hat in den letzten zwei Jahrzehnten, dass die stabil bleibt. Und da muss man einfach Unternehmen erwähnen, wie die Firma Kopp, der Olli Kopp, der auch, ich sag mal, mit Bernd Kopp, seinem Vater, einen perfekten Ausbilder hatte, der die Fahne immer hochhält, der macht und tut. Das Gleiche gilt für die Firma Faun, die machen und tun und immer ihre Kataloge. Und ich möchte auch Sven Assmann in Karlsruhe, ein Familienunternehmen, nicht vergessen. Das sind so die letzten Mohikaner, die übergeblieben sind, was traurig genug ist. Eine schöne Laudatio für die Pfeife. Natürlich ist die Pfeife Hauptprodukt bei Dunpipe seit 50 Jahren. Und ich finde das gut, was Sie eben so gesagt haben, die Indianer. Also Indianer sind ja eigentlich Menschen, die wirklich ehrenvoll durch ihr Leben geschritten sind. Ja. Das heißt, sie haben sich nicht unterkriegen lassen und haben auch den letzten Weg mit voller Ehre angefangen und sind den gegangen. Meistens auch sehr erfolgreich. Und genau den Erfolg wünsche ich natürlich der Firma Dunpipe auch weiterhin. Vielen Wir Dank. Sind auch gerne mit unseren Produkten, mit unseren Nachrichten an Ihrer Seite. Wir versuchen natürlich, die Pfeife auch hochzuhalten, generell den Tabakgenuss weiter hochzuhalten und die richtigen Menschen da in unserem Umkreis zu finden. Und das machen wir gerne mit Ihnen zusammen. Insofern vielen Dank für dieses tolle Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute Zeit. Bleiben Sie fit, bleiben Sie gesund, freuen Sie dem Leben und ja, leben Sie in Genuss. Vielen Dank und vielen Dank, Herr Will, dass Sie mir die Möglichkeit gegeben haben, darüber einmal zu sprechen. Danke Ihnen auch, alles Gute. Ne? Tschüss. Grüße nach Lauenburg nochmal. Ciao. Grüße zurück. Tschüss.